Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Subnautica. In der heutigen Episode, wir haben hier noch ziemlich viel Loot am Start, ne? Das holen wir mal alles raus. Werden wir unser Kyanit benutzen. Und die ganzen Upgrades machen. Wieso geht mein Wasser so schnell leer? Ist das wegen der Wärme hier unten? Ich glaube schon, ne? So, also gut. Als allererstes brauchen wir Lithium. Okay, das ist einfach. Habe ich noch Lithium? Das ist hier die Frage. Erstmal das Kupfererz einlagern. So, dann das noch einlagern. Das Gold kommt hier rein. Ich glaube, Lithium haben wir keins mehr. Müssen wir erstmal. Ja, neues organisieren. Ach, shit. Ah, war ja klar. Es sei denn, ich habe da unten noch Lithium. Nicht so weit runter. Es ist zu tief. Hier habe ich ja mein Wasser. Oh, ich habe noch mehr als genug von dem Zeug. Sehr schön. Nehmen wir direkt mal alles mit hier. Schlingpflanzenprobe habe ich auch noch. Ja, okay. Dann müssen wir noch Lithium suchen. Schade. Hatte gehofft, dass wir noch was haben. Aber haben wir leider nicht. Na, jetzt. Geh doch rein da. So, erstmal hier alles sortieren. Einmal Lithium haben wir noch, okay. Damit kann ich arbeiten. Aber Lithium war hier sowieso ein bisschen mehr unterwegs, ne? Das heißt, wir müssen uns da, glaube ich, keine Sorgen machen. Lithium da. Was haben wir hier eigentlich drinne? Reichweitenmodul. Ja, Beschleunigungsmodul könnte ich noch machen, ne? So, Lithium. Die Batterien können wir auch direkt mitnehmen. Echt alles Lithium, was wir haben? Ja. Ich hoffe, das ist ein Vorkommen da unten. Ich werde nur kurz reingucken, wenn es ein Vorkommen ist. Ansonsten sammle ich es ein. Okay, das ist ein Vorkommen. Das ist auch Vorkommen, okay. Dann holen wir Herbert. Dann sammeln wir die beiden Vorkommen ein. Dann ist alles dufte. So, ist Ingo eigentlich noch in der Nähe? Weiß es gar nicht. Oh Mann, ich habe ihn nicht erwischt. Schade. Find's mal lustig. Okay, ab geht's. So, sehr schön. Was ist denn das hier? Ach so. Oh, Magnetit. Krieg ich das so eingesammelt? Das ist doch Kacke. Ja, ich kann es halt nicht mitnehmen, weil es da halt ja gefährlich ist und ich habe nicht mehr viel Leben. Bisschen ungünstig jetzt zu sterben mit dem ganzen Kyanit am Start. Ein Fail wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Nö. So, gehen wir direkt bei Bertha rein.
So. Ja, das ist mehr als genug. Packen wir hier die Energiequellen mal wieder rein. So. Dann brauchen wir eigentlich nur noch eine Sache, ne? Packen wir das Zeug mal hier. Hab ich... Ah, ist das ein Pirscherzahn? Ich dachte, das wäre das Kyanid gewesen. Na gut. Packen wir hier erstmal ein Teil rein. Holen uns 1, 2, 3, 4, 5. Und dann... War es das nicht? Ach, ich muss das Krebsmodul 1 rausholen. Zerstörungstiefe nun 900 Meter. Okay, das ist ja gar kein Problem. Fragt nicht, ich weiß es selber nicht. Das wollte ich ja nicht machen. So. Meter haben wir jetzt. Okay, gut. Das war Nummer 1. Machen wir mal weiter. Tiefenmodul 1. Gut, das haben wir ja schon. Das Problem ist, ich kann das Tiefenmodul jetzt hier nicht rausholen, oder? Warning. Maximum depth reached. Hull damage imminent. Ja, gut. Ich habe Tiefenmodul 2 schon drin. Achso. Ach, Tiefenmodul 3. Plastalbahn. Ja, gut. Müssen wir uns halt beeilen, ne? Ist so klar gewesen, ey. Ungünstig. Wer macht hier schon wieder Stress? Wer klopft da an die ganze Zeit? Gut, dann brauchen wir jetzt Welcome aboard, Captain. Mal wieder ein bisschen Titan. So, okay. Dann holen wir mal kurz alles aus Herbert raus. Ganze Leistung. So. Der müsste eigentlich genug Leben haben später, ne? Ja. Also wir müssten das eigentlich rein theoretisch zeitlich alles gut hinkriegen. Hoffe ich zumindest. So, wir gucken aber erstmal weiter. Wir haben ja noch das Wärmemodul. Kabelsatz, ja gut, das kriege ich hin. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir hier viel schneller Hunger kriegen. Vital signs stabilizing. So, und ich würde das hier gerne zum Laufen bringen, den Fabrikator mit Silbererz und Titan. Okay. Du kleine... Jetzt weiß ich, wo er hin ist. Ingo, komm her. Das war nicht der Deal. Du solltest dich nicht an Bert daran heften. Einfach ein Bär daran. Na gut, holen wir das Titan. Titan brauchen wir eh ein bisschen.
Vielleicht machen wir auch den Laderaum jetzt voll. Weißt du, ich bin mit dem Titan, der da oben mal angezeigt worden ist. So, das war die erste Quelle. Wir sollten auch mal wieder zwei Quellen hier mitnehmen. Dann haben wir das ganze Titan hier fast schon ausgebeutet. Aber wir gehen ja eh bald weiter runter, ne? Und zur Not bauen wir halt unten nochmal eine Basis auf. Ich baue hier alles voller Basen, weißt du? Dann kann ich von Basis zu Basis schwimmen, zu Fuß. Und habe keine Probleme mehr. Das ist auch eine Möglichkeit. Einfach überall eine Basis aufbauen. Mit Energie, Wärmereaktoren oder so. Und dann einfach immer nur von Basis zu Basis. Ich glaube, dann lässt mich auch der Hans-Dieter in Ruhe, ne? Jetzt sag ich schon wieder Hans-Dieter. Der Seedrache. Das kann gut sein. Mal gucken, das machen wir als Notplan. Falls unsere Bertha hier am Arsch geht, versuche ich mich von Basis zu Basis zu schwingen. Mal gucken. Bauen wir hier 1 Milliarde Basen auf. Ist mir alles scheißegal. Scheiß auf Bertha. Wobei da all meine Rohstoffe drin sind. Vielleicht sollte ich in dieser Basis ein paar Sachen zwischenlagern. Weiß es nicht. Wäre ein bisschen blöd, das ganze Kyanid zu verlieren. Könnt ihr auf dem Rückweg einsammeln, falls es einen Rückweg gibt. Ich weiß es nicht. Zur Not können wir halt hier wirklich schnell mal runter. Schwere Entscheidung. Was sagt ihr? Sollen wir hier ein paar Sachen zwischenlagern? Oder nicht? So. Kurz mal auf das Schild gucken. Das sieht alles gut aus. Okay, Talbahn, okay. Den Scheiß lagern wir halt hier ein. So, komm. Fast hätte ich schon wieder gebaut. Was ist das? Was kann ich hier noch bauen? Mein Fuß juckt, das ist so. Grauenhaft. So. Das nächstgrößere Problem könnte sein, dass wir die hier gebrauchen können, ne? Ich hoffe, dass wir da Ionenwürfel bekommen. Naja. Das Stahlbahn haben wir somit. Nee. Lithium brauchen wir noch. Wir dürfen keine Fehler machen, Leute. Keine Fehler. Wenn wir hier jetzt einen Fehler machen, verlieren wir Bertha. Wenn wir zu lang brauchen. Okay. Wir haben alles dabei. Wir brauchen nur noch das Zyklopenmodul. Okay. Aha! Schnell! Oh mein Gott! Schneller, bitte, 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 bitte. Meter, okay. Nur ein bisschen was verloren, alles gut. Alles ist gut. Okay, als nächstes das Wärmemodul. Dafür brauchen wir einen Kabelsatz. Kabelsatz. Oder ein erweitertes Kabelsatz. Weiß ich gar nicht. Oh
War das jetzt ein erweitertes Kabelsatz oder ein normales Kabelsatzding? Ja, ganz normales. Okay, Polyanilin. Wo habe ich die Dinger hingetan? Salz... Salzsäure? Ah, Salzablagerung. Salz! Oh Gott, nein! Oh nein! Nein! Das kann doch jetzt nicht an Salz scheitern, oder? Scheiße. Ich glaube nicht, dass wir hier unten Salz finden. Mist. Es gibt noch eine Methode, wie wir hier an Salz rankommen, wenn wir hier kein Salz finden. Okay, ist okay. Habe ich mein Zeug dabei? Ja, komm. Ah, ich muss erstmal noch eine Verstärkung ranbauen. So eine Scheiße. Gibt's echt nicht, ne? Jetzt habe ich kein Salz da. Oh Mann. Das gibt's doch nicht. Ja, shit happens, würde ich sagen. Ich hätte mir Salz mitnehmen sollen. Jetzt habe ich alles wieder voller Katzenhaare in meiner Fresse. Wieso ist das blau und das grün? Seltsam. Das sind die Biome. Okay. Welcome aboard, Captain. Dann müssen wir hier nämlich noch was Neues aufbauen. Und ich hoffe, wir haben alles dafür. Und zwar... Aerogel meine ich. Weiß nicht, ob ich an Aerogel rankomme. Aber wir brauchen Kupferdraht und Aerogel. Will nicht wieder hoch. Das wäre tragisch. Okay. Gelsack, ich habe einen Gelsack gesehen. Hier waren definitiv Gelsäcke da. Wir müssen hier alle Register ziehen, Freunde. Alle Register müssen wir hier ziehen. Mir ein Diamant. Oh, ich hatte noch Gelsäcke hier drin. Na, egal. Haben wir halt zur Not noch Gelsäcke hier. So. Was haben wir noch gebraucht? Weiß es gar nicht mehr. Ah. Kabelsatz. Oder Kupferdraht? Kupferdraht war das, ne? So. Oh, jetzt haben wir hier wirklich eine fette Basis, ey. Mit allem drum und dran. Hätte wahrscheinlich auch hier beim Kraftwerk hingepasst, ne? Ja. Egal.
Ja, dann gib mir mal Salz. Okay, solange der Salz sammelt. Gehen wir nochmal zu Bertha rein. Was ich nämlich auch noch gerne hätte, wäre. Nicht da. Ach, scheiße. Stimmt. Kann ich ja hier gar nicht bauen. Schildgenerator, ne? Erweiterter Kabelsatz. Gut, machen wir den erweiterten Kabelsatz fertig. Wir brauchen wir erstmal einen Kabelsatz und einen Computerchip auch noch. Okay. Eins nach dem anderen, Leute. Eins nach dem anderen. Kabelsatz. So, jetzt brauchen wir Gold und Kupferdraht. Okay. So, Gold. Was haben wir noch gebraucht? Tischkorallenprobe. Ich glaube, die würden wir hier zur Not ja auch noch finden, ne? Okay, alles in Ordnung. Achso, zweimal Gold. Damit hätten wir den. Als nächstes bräuchten wir eine Energiezelle. Dafür brauchen wir zwei Batterien. Okay. Tiefenpilze. So, Kupfer. Und Silikongummi. Das kriegen wir, glaube ich, auch noch hin, ne? Ja. Ist zwar ein bisschen blöd, weil ich eventuell sonst Probleme mit dem Schmierstoff bekommen könnte. Wir werden sehen. Immerhin bekommen wir zweimal Silikongummi raus. Das heißt, wenn wir mal welches brauchen, haben wir noch einen hier zur Verfügung. So. Energiezelle. Und ansonsten brauchen wir natürlich wieder Polyanilin, okay. Das können wir hier mal einlagern. Und dann holen wir mal das Salz ab. Aber ich würde sagen, das Ganze erst in der nächsten Folge, ne? Haut rein, euer Zero. Tschüss.